Manche Leute sind ganz verrückt nach Tomahawks. Ich habe hier das CRKT T-Hawk Wood Chogan. Wenn du wissen willst, was es kann, dann bleib dran. Hallo, willkommen, da ist der René Rossmann vom Survival Shop Überlebenskunst. Ich melde mich hier aus dem Bushcraft Camp auf Altolabate. Schön, dass du dabei bist. Tomahawk, lohnt sich das? Brauchst du sowas? Ich kriege immer wieder die Frage, René, du, was soll ich mir denn kaufen? Soll ich mal eine europäische Axt kaufen, ein europäisches Beil oder so ein Tomahawk? Und in dem Video, da will ich versuchen, dir eine Entscheidungshilfe zu geben. Denn die Antwort auf diese Frage, die ist gar nicht mal so einfach. Weil du hast hier zwei unterschiedliche Konzepte. Schau dir mal den Querschnitt von diesem Tomahawk hier an. Es geht, der Tomahawk-Kopf ist relativ flach, relativ schmal und wird dann, da wo der Stiel durchgeht, richtig schön bauchig. Du hast hier hinten einen Hammer, ja, ist absolut in Ordnung, der ist wirklich auch schön und auch brauchbar. Und du hast ein Allzweckwerkzeug. Ich habe vor einiger Zeit, da gebe ich da oben den Link, über die Rinaldi-Axt ein Video gemacht, die mein liebstes Tomahawk ist. Ist mir auch lieber als dieses CRKT hier, aber dazu komme ich noch. Und das ist ein absolut geniales Teil, denn du hast natürlich den Vorteil, dass es im Vergleich zu einer europäischen Axt mit gleicher Größe leichter ist. Leichter bedeutet aber auch weniger Energie im Holz, im Ziel. Aber dadurch ist es leichter. Also es kommt jetzt einfach darauf an, was du machen willst. Und das ist immer die ganz entscheidende Frage bei jeder Ausrüstung, nicht nur bei einem Tomahawk oder bei einem Beil. Was willst du eigentlich wirklich mit dem Ding tun? Vielleicht willst du Holz spalten. Aber da ist natürlich ein Tomahawk von der Bauweise, von dem Querschnitt, was wir vorher gesprochen haben, natürlich nicht so ideal. Schau mal her, du kommst, das ist ja eine Esche, relativ tief einmal rein, weil es ja, sehr flach ist, ja, dieser Kopf. Aber er spaltet nicht so richtig. Erst da, wenn der Bauch, wenn du zu dem Bauch kommst, dann so, okay. Aber jetzt ist es eh schon im Endeffekt durch, weil es eh so kurz ist, aber genau das ist der Punkt. Ja? Ein europäisches Beil hätte das schon längst auseinandergeworfen. Also zum Spalten ist es abhängig vom Holz. Beim Buchenscheitel geht es nur pipi fein. Ja? Aber das hier bei so einer 10-Esche, wie du hier siehst, ist es nicht die erste Wahl. Gut, jetzt könnte man sagen, naja, aber kann ich damit gut schnitzen? Naja, ich meine, ja, warum nicht? Ja, aber das kann ich mit einem europäischen Beil genauso gut machen. Also ich sehe jetzt da nicht unbedingt den ganz, ganz großen Vorteil. Außer eben, dass das Beil ja hier so dünn ist. Und das ist der Hauptvorteil oder Nachteil. Nämlich dadurch kann ich schön tief ins Holz eindringen und kann hier arbeiten. Ja, das kann manchmal gut sein, das kann manchmal schlecht sein. Ja, so ist es. Ich bin kein Tischler, ich bin kein Schnitzer, ich mache damit keine Marienstatuen oder sonst irgendwas. Aber genau das ist der Punkt. Will ich jetzt eine Keilwirkung haben, eine massive, oder will ich das nicht? Will ich ein Brett herstellen zum Beispiel, irgendeine eine flache Ebene, dann ist zumindest meiner Erfahrung nach und so wie ich arbeite, das ja die bessere Wahl. Und es hängt auch wie immer vom Holz ab. Ist das ein gedrehtes Holz? Ist das ein Holz, das sich sehr leicht spalten lässt? Also da gibt es ganz, ganz viele Ansatzpunkte. Ich habe mir sagen lassen, dass das hier ein Allzweckwerkzeug angeblich war in Nordamerika. Der Indianer genauso wie eben der Siedler. Und das liegt ja auch ganz da. Ich meine, du hast hier einen schönen Hammer. Wenn ich dieses Teil hier, dieses CRKT hier hernehme, einen schönen Hammer. Die Rinaldi-Axt, die ich vorher angesprochen habe, die hat hier auch noch was zum Nagelziehen, so eine Zimmermanns-Axt. Und ja, warum nicht? Wirklich, warum nicht? Ich habe Äxte gesehen, die auch so ausschauen, kommen auch aus Europa, die auf der einen Seite komplett gerade waren, um zum Beispiel Schindeln zu machen. Daher, man kann das nicht über den Kamm scheren. Aber, und jetzt kommt mein Fazit, mein persönliches Fazit. Ich mag Tomahawks, weil sie für das, was ich halt tue, ein guter Kompromiss sind. Sie können alles, aber nichts richtig gescheit. Ich will keine Spaltaxt herumtragen, ja, will ich einfach nicht. Ein langes, so ein richtig, ein geiles langes, jetzt habe ich das G-Wort gesagt, also so eine richtig, eine lange, mit einem langen Stiel, mit einem fetten Kopf, so eine Forstaxt, die will ich auch nicht herumtragen. Ja, jetzt könnte ich sagen, okay, ich nehme das Kramer, aber das Kramer hat wieder keine Masse. Ich finde sie insgesamt toll, aber, und jetzt kommt der Punkt, es gibt Leute, die sagen, Tomahawks,
Und da kommt jetzt das Negative über dein Video. Du musst es mal selber ausprobieren. Das hilft nichts. Du musst es wirklich mal selber ausprobieren. Und ich gebe dir unten den Link einmal auf das CRKT. Die kostet ein bisschen mehr und muss nicht unbedingt sein. Aber ich gebe dir den Link auf die Rinaldi-Achs und hier noch einmal das Video. Dieses Teil, das kostet ein bisschen, weiß nicht, 22 Euro habe ich bezahlt dafür. Und ja, ich meine, 22 Euro ist auch Geld, ich weiß, aber damit kannst du mal testen oder mal ausprobieren, ob dir dieses Konzept liegt. Das kannst du aus einem Video ganz einfach nicht lernen. Das kann ich dir nicht vermitteln, weil alles hat so seinen Vor- und Nachteil. Und das liegt auch an dir, nämlich wie du arbeitest und was du konkret machen willst. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Spalten, wenn du nur spalten willst, kauf der Spaltachs. Bist du ein Forstarbeiter? Bist du ein Jäger und willst was aus der Decke schlagen? Ich habe keine Erfahrung damit. Ich habe nichts aus der Decke geschlagen, damit das weiß ich nicht. Ja? Kann schon sein, weiß ich nicht. Aber da gibt es wahrscheinlich kleinere Teile. Aber sei es drum. Willst du das als Waffe einsetzen? Ja, habe ich auch keine Erfahrung damit. Kann ich mir aber vorstellen, dass das ganz schön wehtut. Aber besorgt eine Streitaxt. Also, es ist so ein Allround-Werkzeug. Ja, und zu guter Letzt, vielleicht ist dir aufgefallen, dass die nicht standardmäßig ist. Der Jürgen Kiss hat mir die mal geschenkt und wie du siehst, hat er die sehr schön verarbeitet. Jürgen, du, ich habe sie da gefunden. Das war alles spiegelpoliert und schau das an. Das wird natürlich bei mir immer alles, weil es wirklich hergenommen wird, doch etwas hässlicher, aber es kriegt Charakter dadurch. Es kriegt dadurch Charakter. Er hat das gebeißt, diesen Stiel, und hat ihn hier mit solchen, ja, ich glaube, das mit so einem Lötkolben gemacht. Und das ist natürlich auch der Punkt bei einem Tomahawk ganz grundsätzlich. Das ist die Frage, ob dir das wichtig ist, dass du halt, dass das Stielen vielleicht, also einen neuen Stiel einsetzen, ein bisschen einfacher ist. Wenn du schaust, hier ist, wie heißen diese konischen Dinger, die man da reintreibt in das Beil, damit es auseinander geht und nicht wegfährt, wenn man hacken will. Ich weiß es nicht mehr. Vielleicht schreibst du unten einen Kommentar. Das ist hier nicht notwendig, weil der Stiel ist dünn, 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 schlank, schlank, schlank und wird dann immer dicker. Und hier ist er so dick, dass das gar nicht, es kann gar nicht rausfallen, außer ich säge es ab oder es wird morsch. Das ist wieder eine andere Sache. Aber das ist in sich ein System, das auch beim, wenn ich Energie darauf gebe, ich glaube, warte mal, Zentrifugalkraft, ja, also es will da raus und es drückt sich immer mehr ins Holz rein und der Kopf kann nicht abfahren und das ist auf jeden Fall eine nette Sache und ich kann hergehen und kann das hier auf eine harte Unterlage hier so klopfen, dann geht der Tomahawk-Kopf wieder runter, ja, warum auch nicht, nette Zimmermannsaxt, leicht, kompakt, für viele Sachen einsetzbar, das sollte jetzt an dieser Stelle gewesen sein. Vielleicht sagst du jetzt, aber ich will noch eins wissen, Reine. CRKT-Axt, was hältst du grundsätzlich davon? Das ist vielleicht was, was ich auch noch erzählen sollte. Was mache ich jetzt? Wenn ich die Wahl habe zwischen einem CRKT, einem Cold Steel Travel Hawk, das glaube ich auch so vom Konzept her ist, ja, glaube ich, und einer Rinaldi, dann nehme ich die Rinaldi, dann nehme ich die Cold Steel und dann erst das CRKT-Teil. Jetzt würdest du sagen, es ist gemein, aber es ist einfach so. Ich finde, dass die Qualität vom, also machen wir es anders, das Preis-Leistungs-Verhältnis von Rinaldi, das überrascht mich immer wieder. Und bis jetzt alle Leute, die gekauft haben aufgrund meiner Empfehlung, und ich habe mit denen nichts zu tun, also ich kriege da leider nichts dafür, sind positiv überrascht und zufrieden, nämlich vom Preis-Leistungs-Verhältnis her. Die Cold Steel hatte ich selber im Programm, mache ich aber nicht mehr, weil es einfach vom Preis-Leistungs- oder vom Einkaufspreis, der Einkaufspreis ist so hoch, das sind ein paar Euro tiefer als das, was auf Amazon für dich als Kunden da ist. Daher gebe ich da ihm, das sage ich, das hat überhaupt keinen Sinn. Und das CRKT hatten wir auch im Sortiment und das könnte ich auch noch immer tun, aber ich habe es rausgenommen, weil wir von den Kunden immer wieder Reklamationen bekommen haben, dass es halt so Absplitterungen kommt und solchen Dingen und ich habe das dann einfach satt gehabt, da herumzudiskutieren und herumzutun und das ist meine persönliche Meinung dazu, aber das ist jetzt nichts gegen das CRKT grundsätzlich, aber so sehe ich das, so als Idee. Schreib mir unten einen Kommentar, wie du das siehst, würde mich irrsinnig freuen darüber. Ja, das war's. Vielleicht magst du bei mir vorbeischauen, da gebe ich dir auch den Link und eines meiner Bücher, vielleicht ist was Interessantes dabei, gebe ich dir da den Link, Abo, anderes Video, Daumen nach oben oder nach unten, ganz wie du magst. Hat mich gefreut, dass du dabei warst. Bis bald und ciao.